Wir haben drei Viertel der Folge verbracht, hier mit dem Zug zu fahren. Ist auch nicht. Ach, hier haben wir schon. Ach, cool. Was haben wir denn hier gemacht? Okay. Dann können wir hier schon. Oh, okay. Ich sehe es. Hier ist Wasser dazwischen. Ich sehe schon unser Problem. Glaube. ich rufe mal das Overlay auf. Oh, Straßenfahrzeug. Ja. Machen wir später. Wenn wir hier einen kleinen Bahnhof raussuchen. Ich sag mal den. Ne, der hat das rote Dach. Dann müssen wir. Den müssten wir fast schon so platzieren. Außer. Hallo? Falsche Taste gedrückt, dann kann nichts funktionieren. Außer wir platzieren das hier komplett am Wasser. Wo geht's denn dann weiter? Dann geht's hier nach Regis Breitingen. Wenn wir hier nur einen kleinen Bahnhof reinsetzen. Das würde gehen. Das würde nicht mal so schlecht aussehen. Denn dann würde ich hier einen Regionalverkehr machen. Zwischen den zwei. Ah, okay, gut. Dann müssten wir den Verkehr mit den oder mit Bussen machen. Oder einen kleinen. Moment, waren wir nicht? Hier? Ja. Oder einen kleinen viergleisigen. Dann wäre zwar die halbe Stadt weg, aber das würde gehen. Würde mir sogar besser gefallen. Ich hoffe, dass hier es wohnt, Landnutzung. Genau. Hier Industrie, dann könnten wir hier hinten einen Industriebahnhof hinsetzen. Sehr schön. Muss ich aber hier mal schnell schauen. Ach, das sieht man gar nicht. Bin ich da komplett in Transportfieber drin? Naja, sieht man gar nicht. Wie kann man das irgendwie sehen? Welche Geschwindigkeiten man hier hat? Parallelgleis anlegen. 200. Aha. 300. Ja gut, dann müssen sie ja hier halt ein bisschen abbremsen. Aber das wäre jetzt nicht so das Problem. Ich würde den einfach mal hier. Ich würde den gerne hier reinsetzen. Genauso. Genauso. So, was muss da alles weg? Da muss das alles weg. Oh. Geht auch nicht, dass wir das teilen. Voll in Transportfieber. Oh, reißen wir einfach mal alles ab hier. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. So.
Und jetzt ziemlich weit dahin, genau. So. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, weil dann können wir hier vorne wieder die Highspeed-Züge machen. Also, so. Irgendwie. Müssen wir mal gucken, wie wir das noch führen. Am liebsten wäre mir so. Oder boah, wir haben so viel Platz. Das ist nicht arg viel. Okay, das muss auf jeden Fall erstmal alles weg. So. Wir haben noch Industrie, wir haben eigentlich noch alles wunderbar. Machen wir das erstmal Hochgeschwindigkeit, dass wir das wissen. Oh, eben. Ah, das ist hier doch echt. Was soll die Pfütze hier? Das geht, wunderbar. So, das zweite Gleis hier, wie kommen wir mit dem rein? Mit 63. Wie sieht's hier aus mit 80? Das wäre okay, also wenn wir mit 80 reingehen. Zack. Moment. Oh. Das geht irgendwie nicht. Machen wir halt hier 57. Und dann geht's hier in eine Brücke über, wo wir dann hier einen Bahnübergang machen. Genauso machen wir es. Oh, zweispurig mit Busspur. Oh. Moment, Tender. Das nervt mich jetzt schon wieder. Ist das eben einigermaßen?
Ja. Schön, also hier kommt eine Brücke, Hochgeschwindigkeitsbrücke natürlich. Und ein Bahnübergang. Wunderbar. Perfekt. Der kommt weg. Dann geht's hier in die nächste Brücke über und hier hinten hat es nicht genug Platz. Das kann man ja ändern. Dam, dam, dam. Immer noch nicht? Ach so, Der geht zu spät aus dem Bahnübergang raus. Ich verstehe. Das heißt, wir müssten im Grunde müssten wir das hier wegmachen. Bisschen größeren Werkzeug bitte. Und dann können wir hier die Brücke wieder hinsetzen, hoffe ich zumindest. Dann versetzen wir die etwas in diese Richtung, dass das Gleis hier rechtzeitig noch rauskommt. Jetzt hätte ich aber fast schon gesagt, wir ziehen erstmal provisorisch mal das Gleis. Ja, und dann sehen wir, wir müssen hier drüber etwa. Schauen wir mal. Okay, der Hügel hier auch noch weg. Oh, klein. Tam, tam, tam. Ah. Doch, jetzt. So, jetzt hoffe ich mal, das geht wieder. Ich glaube, ich muss da auch noch ein Teil abreißen. Machen wir mal so. Und so, wunderbar. Okay. Dann ist das hier weg.